Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Olfert & Co. Heute wollen wir euch die Davosa Theranos Professional GMT vorstellen und wir wünschen viel Spaß dabei. So, dann wollen wir das gute Stück einmal aus der Verpackung holen. Oben haben wir einmal das Davosa Logo und Schriftzug. So, und hier haben wir die eigentliche Uhrenbox. So, hier haben wir dann jetzt die Box. Komplett in schlicht schwarz, Hochglanz. Und hier ist das gute Stück. Es handelt sich hierbei, wie gesagt, um die Theranos Professional GMT. Das heißt, mit zweiter Zeitzone hier. Schön zu sehen mit dem roten Zeiger. Das Gehäuse ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Verbaut ist das Davosa Automatikwert 2893 mit 42 Stunden Gangesreserve. Verbaut ist ebenfalls Safi-Glas entspiegelt. Bis zu 20 Atmosphären wasserdicht. Gehäuseboden sowie die Krone sind beide verschraubt. Wir haben hier schwarze Keramiklünette mit schwarzem Zifferblatt. Datumsanzeige mit verbauter Lupe. Einfach wunderschön gearbeitet. Auf der Krone ist das Davosa-Logo zu sehen. Sicherheitsfallschließe, ebenfalls mit Davosa-Logo. Und integrierter Taucherverlängerung. Wie gesagt, verschraubte Krone. Lässt sich sehr angenehm und leicht drehen. Nehmen wir auch einmal die Maße der Uhr. Wir haben hier einen Gehäusedurchmesser von 42 mm. 42 mm, genau. Und eine Gehäusehöhe von 15,4. Verbaut sind bei dem Modell ebenfalls leuchtende Indizes und Zeiger. Super ablesbar, auch auf der zweiten Zeitzone. Legen wir das Modell auch einmal auf die Goldwaage. Wir haben hier ein Gewicht von 207,14 Gramm. Das
Jetzt habe ich das Modell einmal angelegt. Macht einen stattlichen Eindruck am Arm. Angenehme Dicke, lässt sich angenehm tragen. Und ist aus jedem Blickwinkel super ablesbar. So, das war's zu unserem Review zu der Davosa Theranos Professional GMT. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.